So, Kopfhörer aufgesetzt und willkommen damit alle zusammen zu einem neuen Nasentier-Überraschungsvideo. Ich habe keine Ahnung, worum es geht, allerdings höre ich im Hintergrund schon Dschungelgeräusche und Schussgeräusche. Das heißt, ja, okay, ich werde gerade angetippt. Das wird ein Vietnam-Shooter sein. So, was sehen wir? Equipment Slot 1, M1911. Okay, Nase sagt Deploy. Und da werde ich dann gar nicht groß widersprechen. Und ich sehe zwei Leute, die aufeinander stehen und einer davon hat keine Arme. Die haben beide keine Arme. Gehört das so? War das Absicht? Und damit herzlich willkommen zurück. Und zwar gab es leider ein paar Soundprobleme, die das Nasen-TS in den Griff bekommen musste, bevor ich hier weiterspielen konnte. Und zwar lässt sich das Spiel hier vom Sound her nur sehr schwierig aufnehmen. Aber jetzt sind wir endlich mal im Game und sehen hier unseren Huey-Helikopter, der mir glücklicherweise gerade so ein bisschen Deckung gibt, während hier wahrscheinlich meine Teamkameraden zusammengeschossen werden. Das werden hier die cyanfarbenen Vierecke sein, von denen Oldhammer 587 wahrscheinlich gerade erledigt wurde. Aber guck mal mit den Waffen. Ich habe hier die gute alte Colt M1911. Wir sind relativ offensichtlich in Vietnam mit unseren Freunden von der Spezialeinheit, die gekleidet sind in Tiger Stripe Camo. Ohne Arme. Pup. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir hier ein bisschen was erledigt kriegen. Beziehungsweise gucken, was wir hier so erleben. Okay, das sind nur Gegner. Okay, die hat ordentlich Rückschlag. Okay, aber einen davon habe ich zumindest getroffen. Okay, die Maus. Okay, das mit dem Zielen bei neuen Spielen ist nicht immer ganz einfach. Ein paar Mal habe ich den getroffen. Strong the Front. Oh, der hat einen Samba dabei. Das gute Granatgewehr. Und er gönnt sich hier ein DT. Ne, ein DP. Maschinengewehr. Obwohl ich hier noch leider mit meiner Pistole dabei bin, rumzupimmeln. Oh, da hat mich was getroffen. Oh, Kacke. Ah, die sind überall. Charlie ist überall. Charlie in den Bäumen. Erstmal hier in Ruhe nachladen. Okay. Da ist einer glücklicherweise markiert für mich durch so ein rotes Quadrat. Aber ich glaube, der ist unten im Schützengraben. Okay, dann laufen wir da mal hin. Vielleicht erwischen wir den. Mal gut aufpassen. Ah, verdammt. Sieht ja aus, als würde der mich erwischen. Okay, ja, direkt mal einen auf Tunnelrate machen. Wow. Schick, schick. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Spiel ist, aber das ist schick. Der Rest vom Spiel sieht eher so lala auf. Okay, Area cleared. Advance to next area. Und ich sehe gerade, immer wenn ich sprinte, zoome ich in der Karte. Das ist ja ein cooles Feature, aber ich bin hier völlig verfranst. Ich möchte ja gern wieder raus. So, geht das hier raus? Mit dem Sprung? Ja, okay, die Steigung scheint die Spielfigur nicht zu schaffen. Wie geht's denn hier raus? Ich höre ein Heli und sehe die geilen Gloom-Effekte. Ah, hier geht's raus, sehr gut. Ah, hier ist der Schatten vom Heli. Okay, dann würde ich mal sagen, einfach mal dem Huey hinterher. Okay, die Steigung scheine ich auch nicht zu schaffen. Eventuell diese Steigung hier. Nee, hier scheint sogar eine unsichtbare. Ja, hier ist eine unsichtbare Wand. Ich sehe es gerade. Okay, da sehe ich orangen Rauch. Das ist meistens das Landungszeichen. Und dann muss ich wahrscheinlich hier über den Hügel an der Seite vorbei. Okay, der landet sogar. Ist ohne Pilot. Okay, das ist ja auch was man schon kennt. Charlie oben in den Bäumen. Oh, ich habe sogar was getroffen. Okay, das Zielen ist nicht ganz so einfach. Okay, Leute. Machen jetzt schon wieder die Pyramide. So, das ist wahrscheinlich Munition. Und er gönnt sich ein M16. XM16 E1 wahrscheinlich. So, picked up Ammo. Dann sollen wir mal gucken, dass wir hier Charlie weiter einheizen. Sind die Gegner denn Bots oder ist das KI? Jo, erster Kill. Erster Kill. Smith, das ist ein komischer Name. Okay, ich hoffe, wir haben keine Bush Vision. Hier ist was? Ah, hier ist ein Loch. Ah, allein nicht gefinisht. Okay, das sieht schon mal relativ cool aus. Da ist einer. Okay, der ist tot. Da war gerade einer. Okay, der ist weg. Okay, jetzt sind wir da, wo ich am Anfang war. Okay, auf die Entfernung. Mit einer Colt M1911 ist nicht so einfach. Ah, es sind ein paar viele.
Das Spiel scheint auch irgendwie so ein bisschen meine Mausempfindlichkeit abzufacken. Okay, das ist mein Lebensbalken. Okay, Nase sagt gerade Granaten. Granaten sind wahrscheinlich auf G. Habe ich sogar 3 Stück von? Na gut. Frag out. Oh, sogar was erwischt. Sogar noch was erwischt. Okay, da oben sind hier. Ich brauche eine andere Waffe. So mit der Colt sehe ich hier nicht wirklich Land. Okay, kann ich mir beim Respawn aussuchen, sagt Nasen hier gerade. Oder kann ich... Uah, das sind ja keine Waffen, das sind ja Körperteile. Kann ich das aufheben, was er hat? Nein. Diese komische Figur hat gerade sein SKS gegessen. Okay. Okay, langsam geht's. Wahrscheinlich nicht die Brücke hoch. Das müssen Bots sein, oder? Das sind die schlechtesten Spieler, die ich hier gesehen habe. Und der Schlittenfang von meinem Colt M1911 ist kaputt. Und zwar ist jetzt, als ich geschossen habe, ist einfach nur der Hammer gefallen, ohne dass was passiert ist. Okay, jetzt drücke ich einfach nur ab und die Waffe macht gar nichts. Okay, jetzt muss ich wahrscheinlich zurück mir Munition holen. Oder ich habe doch noch auf 2 noch eine Waffe. Okay, das wird eine Makarov PM sein. Die sehr wenig Stoppkraft hat. Okay. Erwischt. Okay, da höre ich doch was. Nachtigall, ich höre dir schleichen. Macht auf jeden Fall Spaß, das Spiel. Sieht ein bisschen komisch aus. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Und ich sehe gerade, dass jemand einen XM177 freigeschaltet hat. Und eine KS23 und eine PPS. Okay, auf die Waffen freue ich mich besonders. Okay, den hätte ich erledigt. Wahrscheinlich sind das hier irgendwelche generischen Namen. Wie heiße ich selber? Ach so, ja, genau. Ich heiße selber halt RT877. Das ist der Account des Nasentiers wahrscheinlich. Beziehungsweise ist natürlich mein eigener Account, das Nasentier ist natürlich nur eine Wahnvorstellung. Ist ja nicht so, als würden wir uns hier illegal irgendwelche Accounts in irgendwelchen Spielen teilen. Tut man ja nicht. Okay, die können den Pyramidentrick scheinbar auch. Ich möchte eine andere Waffe. Bin fast tot. Darf ich dann AK-47 haben? Ach nee, die essen ja die Waffen. Sind besonders hungrig. Au, Backe. Bis zum letzten gekämpft, habe ich irgendeine Nahkampfwaffe oder sowas. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Das ist einer dieser komischen Roblox-Mods. Okay, hier Weapon. Unlock, Modell 1100. Ist irgendeine Schrotflinte. Grease Gun. Okay, Nasentier hat mir gerade hier die Augen zugehalten. Beziehungsweise Warnvorstellungstier hat mir die Augen zugehalten. Okay, weiter geht's. Okay, ich habe hier meine Waffen. MKPM, das ist eine Makarov. M1911. Und... eine Mass 28, eine französische Maschinenpistole. Okay, die darf ich jetzt hier auf die Slots packen. Okay, Slot 1. Und KS23, eine russische Superschrotflinte. Equip Slot 2, ist doch richtig, oder? Ja, Nasentier sagt, es richtig, dann ist richtig. So, gespannt und ab geht's. Wo bin ich? Ujo, das war ja knapp. Ha, okay, sind die hinter uns? Ah, okay, jetzt bin ich wieder orientiert. Die sind da oben. Sehr gut, Iron Sights. Ich sehe nicht genau, wo er ist. Aber dafür habe ich eine Schrotflinte. Bam, einfach aus dem Busch rauspumpen. Das haben die in Vietnam damals oft gemacht, die Amerikaner. Obwohl das jetzt eigentlich eine russische Schrotflinte. Ah, stimmt, die hat ja nicht die meiste Kapazität leider. Aber dafür ist sie sonst relativ stark. Das ist eine sehr mächtige Schrotflinte. Ich glaube, die ist 23 mm. Also das Kaliber ist 23 mm. Beziehungsweise ist ja eigentlich, glaube ich, auch keine Flinte. Headshot. Das hat wehgetan. Eigentlich ist das hier keine Flinte. Eigentlich ist das hier eine Vorderschaft-Repetier-Büchse. Die hat nämlich einen gezogenen Lauf. Das ist eine spezielle russische Schrotflinte, die mal dafür gedacht war, um Aufstände niederzuschlagen. Dafür hat die so Blitzmunition... so Tränengasmunition und sowas, aber ich scheine ja ganz normale Geschossmunition zu haben, also kinetische Munition. Ist letztens ja in Tarkov mit eingeführt worden. Hat in Vietnam eigentlich nur passabel was zu suchen. Ah, da ist noch einer. Haha, die macht Spaß. Hat in Vietnam eigentlich nur passabel was zu suchen, weil die eigentlich von der Sowjetunion... Alles voller Charlies! Okay, er rettet mich mit seiner XM177.
So, jetzt wollte ich aber mal hier die französische Maschinenpistole. Das ist auch eine recht seltene Wahl für den Vietnamkrieg. Eigentlich hatten die Vietnamesen, die hatten zwar französische Maschinenpistolen, allerdings hier nicht die Mass 38, sondern die Mass 42? Ne, Mass 49 ist es. Ah, ist auch cool. Die hat eine richtig hohe Feuergeschwindigkeit und diese Maschinenpistole ist so ein bisschen die Vorgängerin von der Chris Vector. Denn wenn man sich das Gehäuse genau anguckt, dann geht das Gehäuse ja so schräg nach unten und deswegen geht auch der Verschluss so ein bisschen schräg nach unten. Und deswegen lässt sich da der Rückstoß ein bisschen, also der Rückschlag ein bisschen besser ausgleichen. Und ich mag die einfach, weil die eine hohe Feuergeschwindigkeit hat. Ich glaube, die habe ich bis jetzt in keinem Spiel irgendwo gesehen bis jetzt. Da wurden auch nicht wirklich viele von hergestellt, denn die war im Gegensatz zur Mass 49 sehr teuer. Und der ist einfach mal im Boden verschwunden. Nee, der ist erledigt worden. Ist auf jeden Fall eine interessante Waffenwahl für das Spiel. Und manche Ecken vom Spiel sehen echt komisch aus. Ach ja, genau, ich hatte ja gerade gemerkt, das ist wohl einer dieser Roblox-Shooter. Und zwar Roblox ist irgendwie jetzt neuerdings so, dass man einfach irgendwelche relativ geilen Spiele auch drauf spielen kann, die auch teilweise relativ cool aussehen. Okay, Nase sagt gerade, ja, das ist umsonst zum Spielen und das kann man... Leaving Combat Zone. Okay, zwei Gegner noch irgendwie. Das kann man auch umsonst spielen. Man muss nur die Waffen freischalten. Das kann man machen, indem man das Spiel entweder spielt oder indem man diese komischen Roblox-Währungen... Nee, V-Bucks sind Fortnite. Diese komische Roblox-Währung dafür ausgibt. Ah, okay, wie ich es mir gedacht habe. Area clear, jetzt haben wir alle Feinde erledigt. Jetzt geht es hier zum nächsten Punkt. Ah, das müsste schon. Dann wollen wir mal hier die Landing Zone clearen. Okay, ach so, ja, ich habe noch Granaten. Da werden wir hier überrannt. Da bin ich mal gespannt auf die nächsten Waffen. Okay, Grease Gun. Wäre ich natürlich geknauft, wenn ich mir das hier nicht gönne. Dann hätten wir Musin Scharfschützengewehr. Sehr gut, dann nehmen wir die beiden mal. Ist auch eine komische Mischung. So, Grease Gun QC dürfte bekannt sein. Amerikanische, absolut billige Maschinenpistole. Ah, ist aber ultra schwierig zu kontrollieren mit dem Rückstoßpattern, beziehungsweise mit diesem Kameraverhalten des Rückstoßes. Ja, die sind ja überall. Wo bleibt die Kavallerie? Warum sitzt da keiner mit dem M60 drin, der uns mal eben hier Deckung geben kann? So, Hus ausgeschnitten. Ah, da ist die Munitionskiste. Sehr gut. Und noch ein Hus rausgeschnitten. So, wie geht's denn hier weiter? Okay, die haben hier den Hügel soweit sauber. Der ist doch gerade vor mir gespawnt, oder? Okay, meckern auf hohem Niveau. Wahrscheinlich war das nicht einfach, das hier in Roblox zu bauen. Okay, am besten die Einzelfeuer geben. Oder kurze Feuerstöße. Ist ja immer noch 45 ACP drin. So, leer geschossen, nachgeladen. Und es ist keine A1, es ist die normale Grease Gun. Die hat noch diesen komischen Hebel. Ah, ich sehe die gar nicht. Irgendwas ist mit dem Spiel. Wenn ich mich bewege, dann sehe ich irgendwie ganz schnell nichts. Ha, sehr gut. Weggesägt. Beziehungsweise weggetackert. Die Feuergeschwindigkeit ist ja glücklicherweise relativ niedrig. So, wenn ich einfach nachlade ohne was, okay, dann muss die nicht neu gespannt werden. Das heißt, wir haben zwei verschiedene Nachladeanimationen. Sehr gut. Da oben ist einer. Okay, die Waffen haben auch alle ein anderes Pattern, was man wahrscheinlich lernen muss. Okay, auf die Weise treffe ich nichts. Das hat im originalen Vietnam besser funktioniert. So, jetzt haben die wahrscheinlich Bush Vision. Ich bin mir relativ sicher, dass die Gegner Bots sind, welche von 80 erledigen muss. Okay. Im Einzelfeuer ist die super. Schnellfeuer lässt so ein bisschen zu wünschen übrig. Und ich habe eine neue Waffe. M1A1. Wahrscheinlich Thompson. Okay, das ist das, was das Nasentier sagt, dass man sich hier nach und nach dann die Waffen freischaltet. Entweder durch Spielen oder durch das Bezahlen dieser... Roblox? Ne, Roblox ist das Spiel. Robux. Robux heißt es. Okay, die sind ein bisschen weiter weg. Das heißt, Zeit fürs Musin-Gewehr.
Das ist aber auch ein cooles Scope. Also das PU-Scope haben die richtig gut drauf. Was ich nicht gut drauf habe, ist den Leuten den Leuten in den Kopf zu treffen. So, was mache ich? Was machen wir? 15-Minuten-Parts oder 20-Minuten-Parts? Obwohl, ich möchte meine neue Waffe ausprobieren. Wo ist die denn? Unlock. Okay. Dann machen wir Thompson auf 1. Dann möchte ich mir das Musil aber doch nochmal angucken. Okay, gespannt. Okay, hat hier am Anfang ein bisschen komisch gehalten. Okay, hier haben wir eine Thompson. Zielt leider falsch. Eigentlich müsste man hier durch das Loch zielen. Wenn man so zielen würde, würde man wahrscheinlich für so 400 Meter zielen. Aber ich wollte das Ding sehen. So, jetzt möchte ich mich auch wohin stellen, wo die Waffe beleuchtet wird. Ah, da sind sie schon. Was immer ich gedrückt habe, ich habe damit die Gegner markiert. Ah. Okay, den hätte ich erwischt. Okay, ich darf im Scope bleiben, wenn ich repetiere. Und das sieht sogar für Roblox-Verhältnisse einigermaßen gut aus. Was nicht gut aussieht, ist mein Aim hier. Way. Walter Kurtz. Aber muss einer dieser angeblichen DDR-Söldner gewesen sein. Okay, Sniper macht auch relativ viel Bock. Nice. Das hat auf jeden Fall ein nices Feel. Aber ich wollte mir die Waffe angucken. So, wo haben wir es denn? Hier haben wir die Waffe. Auch ein richtig netter Repetiersound. Okay, ich lade nach mit einzelnen Patronen. Ich liebe das, wenn so Shooter einen richtig guten Repetiersound haben. Also die Waffen haben die richtig gut hingekriegt. Dafür, dass das Roblox ist, ist das fantastisch gelöst. Aber, so, ich mache jetzt in den letzten paar Minuten noch hier wahrscheinlich ein paar gute Thompson-Kills. Okay, waren da nicht eben welche? Und diese Lichteffekte sind auch geil. Aber man sieht den Vietcong nicht so gut. Obwohl, der Vietcong sieht ja eigentlich anders aus. Das ist eigentlich eher NVA. Ja, die macht auch richtig Bock. Okay, auf Entfernung ist sie nicht so ganz so einfach unter Kontrolle zu halten. Okay, musste gespannt werden. Muss ja eigentlich nicht. Das hatten wir ja schon mal geklärt, dass die Thompson halt einen, so quasi einen Verschlussfang hat. Okay, das Waffenfeeling ist gut, aber man muss wie in Counter-Strike damals auf jede Waffe einzeln klarkommen. Und man hat sehr viel Leben. Ich werde hier die ganze Zeit angeschossen. Ja, wahrscheinlich ist das auch ein bisschen einfach gestaltet für die Leute, die hier mitspielen. Und die haben natürlich Bush Vision. Ah, fast, fast. Einen kriege ich noch. Einen nehme ich noch mit. Uff. So, und damit würde ich dann aber auch sagen, das war's dann für die erste Folge von Rolling Thunder Roblox. Und damit würde ich dann sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch diese Folge gefallen hat und ihr die nächsten Folgen nicht verpassen wollt, könnt ihr jetzt hier meinen Kanal abonnieren. Dann könnt ihr hier einen anderen Kanal abonnieren, den ich gerade unterstütze. Dann hier eins von meinen Videos gucken und ein anderes Video gucken. Und Link werde ich wahrscheinlich im angepinnten Kommentar reinpacken. Das Ganze könnt ihr euch ja, komplett umsonst runterladen und einfach auch mal ausprobieren. Allerdings müsst ihr hier, wenn ihr die Waffen anlocken wollt, bevor ihr die wirklich freigeschaltet habt, müsst ihr dafür diese komischen Roblox hier bezahlen. Ich habe jetzt keine Ahnung, was 900 Roblox wirklich sind. Nochmal vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge.